Ja, Leute, wir sind hier auf der Plasma-Fregatte von den von mir selbst ernannten Plasmaten. Und es geht gleich mal weiter. Wir müssen Passwörter beschaffen. Das klingt nach einer sehr harten Aufgabe. Ist es ja auch irgendwie. Ja, wir sollten es vielleicht heilen. Das wäre vielleicht mal ein guter Anfang für diesen Part. Ist ja auch relativ schnell gemacht. Ja, ich sehe mich nochmal bereit für drei neue Parts an diesem schönen Abend, um euch genügend Material zu liefern. Ja, ich komme auch gerade frisch aus der Dusche. Daher sind meine Haare noch ziemlich nass. Aber das soll nichts zur Sache tun. Wir müssen es auf jeden Fall wieder mal beweisen, dass wir die Besten sind. Oder die Besseren zumindest. Wie in diesem Fall zum Beispiel durch einen Volltreffer bewiesen. Ja, hat nicht mal ein Pokémon, aber wir brauchen eine Plasmakarte, um das Passwort einzugeben. Das ist sehr interessant. Achtung, Achtung, Eindringlinge an Bord. Alle Mann auf Gefechtsstation. Okay. Stromisierer, damit kann man Lectek zu einer Voltek entwickeln durch einen Tausch. Bestimmt will der Koch auch kämpfen. Das Witzige ist mal wieder daran, das ist ein ganz normaler Koch. Auch wenn es so um Professoren geht, das ist ein ganz normaler Professor. Das ist auch immer so lollig. Beinahe hat es das Ding ganz erledigt. Müssen wir halt nur noch ein kleines bisschen nachhelfen und dann ist das schon Geschichte. Ja, Volltreffer wäre vielleicht vorher ganz gut gewesen. Aber so akzeptiere ich es auch. Ah, gut, gegen den Koch müssen wir nicht kämpfen. Ich will so tun, als hätte ich nichts gesehen. Aber du willst kämpfen. Ich frage mich, wie viele von diesen Idioten es hier an Bord bitteschön gibt. Denn das könnte eine lange Nacht werden, Leute. Oder ein langer Abend zumindest, um es richtig zu sagen. Oh mein Gott, die Armada der Unlicht-Pokémon steckt wieder zu. Ohne großen Erfolg zu haben. Auch das ist doch langweilig, tausendmal dasselbe Pokémon einzusetzen. Also bitte, Leute. Ein bisschen niveauvoller könnte man das Ganze dann doch gestalten. Warum auf Level 45, meine Güte? Jetzt werden wir langsam wieder Opfer des EP-Systems, weil wir so stark sind. Gut, da müssen wir jetzt wechseln. Wer kommt da in Frage? Leul natürlich. Ich glaube, Leul ist jetzt relativ gut dabei. Er war jetzt in letzter Zeit eigentlich genauso unnütz wie Zoroark und Zoroark ist jetzt noch unnützer. Geschafft. Und wir bekommen die Plasmakarte. Ja, damit kann man das Passwort eingeben. Das war sehr wertvoll, dass wir hier gewesen sind. Ich wünschte, ich könnte Leon heilen, der Arme. Aber der trägt ja schon das Ding, das Item, das er braucht. Und du bekommst auch, was du verdienst. Nan, 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 nan. Wo ist jetzt der EP-Teiler? Ach, den trägt jemand anderer. Ah.
Achso, die sagen uns, das ist legendäre Pokémon. Oder die legendären Pokémon. Cool ist es anscheinend so ein Konferenz, weil da nämlich auch das Team Plasma-Logo brennt. Das flackert ja richtig. So, wo geht's hier lang? Mitten in einen Plasma laufen wir rein. Oder in einen Plasmaten. Stimmt ja, die haben ja, wollen wir ja so nennen. Ja, vielleicht irgendwann mal was ausgefallen ist. Also sie setzen hauptsächlich eigentlich nur Gift und Unlicht ein. Ist natürlich sehr schlecht, wenn sie gegen Psycho und gegen Kampf-Pokémon kämpfen müssen, weil das ist natürlich nicht so gut. Das war so typisch. Die wissen auch, wie man richtig abgeht. Und das im negativen Sinne des Wortes. So, jetzt haben wir das Passwort. Was ist wieder das Passwort? R. Cool. Bringt das so viel? Ich habe gedacht, das heißt eigentlich Passwort. Sondern nicht das erste Wort. Oder der erste Buchstabe. Stimmt, ja. Ja, cooles Gerät da hinten. Was auch immer das sein soll. Meine Güte, wenn aber das ganz nah rankommt, kann man sich da vielleicht irgendwie ausruhen. Wäre auf jeden Fall cool. Ich würde das feiern. Genauso wie die Musik von denen. Also wenn die schon so eine coole Musik haben, dann müssen die uns was bieten können. Wenn nicht, dann ist es sehr schlecht. Dann ist das bad. Und verrätst du uns auch einen Buchstaben? Gib doch ein, was du willst. Ich mag übrigens Drachen Pokémon sehr gerne. Okay. Ja, wir müssen das. Das ist ja sowieso nur wieder eine automatische Eingabe. Daher spielt es eh nichts zur Rolle. Doppelkampf. Ach doch nicht. Ich hab gedacht schon, geil, Doppelkampf, aber nein. Die wollen uns einzeln bekämpfen. Dann sollen sie das eben haben. Ich habe nie gesagt, dass wir ein Wunschkonzert sind, aber manchmal haben die guten Leute das eben verdient. So, wir sind jetzt kurz vor Level 49. Was? Das heißt, hier kommt hin. Der Name heißt legendären Pokémon der einer Region. Ja, Drache-Pokémon R, legendäres Pokémon Reshiram. Mann, dann spielt es wahrscheinlich Zekrom, also in Schwarz 2. Weil das White Kyurem, das ziert ja auch die Verpackung von dem Spiel hier.
Also so starke Pokémon haben die dann wirklich nicht mehr. Da bin ich enttäuscht. Level 49. Sehr gut. Und auch Level 49. Das ist auch gut. Weiße Drachen-Pokémon, also das Reshiram. Ja, das ist doch klar. Dann tauschen wir das um. Wobei, der kann nach vorne. So, dann werden fast alle auf Level 49, nur Zorak hinkt mal wieder hinterher, ohne Ende. Ja, die wollen den Doppelkampf, oder? Ah ja, man kann sich hier ausruhen. Meine Güte, die haben aber viele Kajüten. Toll, die bieten einen richtig Heilung an, das ist doch scheiße. Also im Silifco habe ich das ja noch verstanden, weil es ja nicht im Gebäude war, das von Team Rocket immer besetzt war, aber hier den Feind im eigenen Bett schlafen zu lassen, meine Güte, das ist ja praktisch ein Violator, meine Güte, was soll das? So. Ich habe genügend Informationen gesammelt. So, wir können weitergehen. Auf eine neue Ebene. Du bist weit gekommen. Du bist ein beachtlicher Trainer. Wo du extra hergekommen bist, zeige ich dir etwas Besonderes. Sieh her. Das legendäre Eis-Pokémon Kyurem. Es ist aber auch ein Drachen-Pokémon, aber das bleibt unerwähnt. Ha! Die Eisgeschosse, die wir auf Twin Dick City abgefeuert haben, wurden mit Hilfe von Kyurems Kraft und Team Plasmas Technologie hergestellt. Also dann, du könntest zu einem Risiko für Team Plasma werden. Deswegen werde ich dich hier und jetzt aus dem Weg räumen. Das kannst du vergessen. Danke, dass du die Barrieren deaktiviert hast. Du hast mir echt geholfen. Ich werde euch beide beseitigen. Dann mal los. Ein voller Pokémon-Kampf. Ich glaube, das hatten wir in dem Spiel noch gar nicht. Cool. Vom Flambirex mit Kopfstoß. Yeah. Sehr gut. Gibt schon mal einige Erfahrungspunkte. Auch nicht nochmal. Gut, jetzt können wir den ja praktisch tauschen. Gegen ein starkes Pokémon. Je nachdem, was wir unter dem Begriff stark verstehen. So, finde ich das doch gut. Zwei Feuer-Pokémon sind besser als eins. Los geht's, volle Offensivkraft. Wir dürfen nicht mal Pokémon wechseln, habe ich das jetzt mal ausgestellt. Ich glaube, das habe ich wirklich ausgestellt. Fällt mir gerade so auf, oder ist es hier deaktiviert? Ich kann das sowieso nicht wechseln, meine Güte.
Was labere ich also? Meine Güte, Cleopatra von dem Schergen ist der einzige, ist das einzige, oder ist, hat die ganze Zeit überlebt, die ganzen Frigometris. Das ist schon erstaunlich. So, jetzt kann der aber so gut wie nichts mehr machen. Der ist praktisch geliefert. Ja, das ist ja wohl auch ganz schlecht. Ja. Hat mich kein bisschen gewundert und ich muss eigentlich den Part beenden. Also wie das hier weitergeht, Leute, im nächsten Part.